Donald Trump stand erst wenige Minuten auf der Bühne in Butler, Pennsylvania, als plötzlich laute Knallgeräusche zu hören sind. Der ehemalige Präsident geht in Deckung. Sicherheitsleute schützen ihn mit ihren eigenen Körpern. Augenzeugen zufolge wird Trump von einem Schuss gestreift. Er wird vom Secret Service abtransportiert und dabei gestützt. Mittlerweile soll er in Sicherheit sein. Kämpferisch reckt er die Faust in die Höhe. Seine tausenden Anhänger reagieren mit lautem Jubel. Diese Bilder sollen den mutmaßlichen Schützen zeigen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er umgehend getötet. Auch ein Teilnehmer der Veranstaltung soll ums Leben gekommen sein, ein weiterer sich in kritischem Zustand befinden. In einem schriftlichen Statement dankt das Wahlkampfteam von Donald Trump den Sicherheitsbehörden für deren schnelle Reaktion. Es ginge ihm gut und er sei zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Das Veranstaltungsgelände wurde umgehend evakuiert und die Bühne abgesperrt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sicherten den Ort des Geschehens. Präsident Biden war während des Vorfalls in einem Gottesdienst und hat sich bislang noch nicht offiziell geäußert.